So, grüß euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zur Erklärung, das ist ein GBE-Socker, winterharte Zwischenfrucht. Hauptsächlich Grünschnittrocken und noch so ein paar andere Komponenten, die ich immer so zumisch. Die haben wir beerntet und dann anschließend Mais in Reinabstand 75 in direkt so gelegt. Da sieht man ab und zu so weiß-grüne Kugeln. Das ist Schwefel, der soll gegen die leider vorhandenen Wühlmeise vielleicht helfen, beziehungsweise zur Bodengesundung, Feiterung. Anderer Versuch, den wir noch da auf dem Feld gemacht haben, das ist unser No-Till-Kartoffel-Versuch. Wir haben da quasi zur Erklärung ein Video, was ich vor einer Woche eingestellt habe, bezüglich des No-Till-Kartoffel-Längs. Wir haben da in die stehende Zwischenfrucht Kartoffel gelegt mit dem umgebauten Streptilgerät von mir. Und auf einer Spur haben wir eine Kompostmulch auftragen, das heißt Kompost aufgemischt mit Rindenmulch, Stroh, Heu, und haben das da auftragen und dann in direkt so quasi die Kartoffeln gelegt. Das schaut ungefähr so aus. Der große Unterschied zu normalen Kartoffellängen ist, dass wir das flach gemacht haben in die Erde. Der lebende Mulch, gewesene lebende Mulch, soll zur Bodenbedeckung beitragen und so das Auflaufen vom Unkraut verhindern oder reduzieren zumindest und unter Umständen auch komplett ohne jeglicher weiteren Bearbeitung funktionieren. So, jetzt zum Vergleich dazu, meine unter Anführungszeichen Winterkartoffeln, die wir bereits im Vorjahr gelegt haben, dann im Herbst mit Grünschnittrocken bestreut haben, um einen Schutz vor Frost zu bekommen. Das haben wir dann im Frühjahr bemulcht und weil es sich gerade so zufällig ergeben hat, haben wir da Stangenbohnen mit Mais zwischen die Reihen, die was ich ja mit RTK aufgezeichnet gehabt habe, reingesät. Und mit einem kleinen Vorteil vielleicht, dass der Sternräumer vom Einzelkorn leichte Dämme auf die Kartoffeln gelegt hat und so quasi eine Art, durch den Kamineffekt eine Art bessere Bewärmung geschaffen hat. Der Mulch dürfte vielleicht ein bisschen zu wenig geworden sein, weil doch so ab und zu was durchwächst. Schauen wir mal, ob wir das schaffen, dass wir da irgendwie was ernten können. Das ist ein Versuch. Mal schauen, was wird. Also bis zum nächsten Mal.